Wir sind jetzt hier heute auf dem Sachsenring zur deutschen Profimeisterschaft. Viel zu sagen. Wir werden gucken, wie sich das entwickelt. Wenn es losgeht. Spaß haben. Ja, ne, 36 Grad hier. Ja, und sind wir das erste Mal beim Berg drüber gefahren. Wie erwartet war hier direkt Geritze raus. Und dann habe ich versucht, so über den Berg drüber dann mal eine Attacke zu machen. War dann auch weg mit einem noch zu zweit. Und Ausgang des Gewerbegebiets kommen die halt von hinten wieder angestrahlt und fahren da so drüber. Da, und fahren hier durch diese engen Gassen voll Anschlag durch. Hier, die ganze Runde war eine Reihe. Boah, dann hat es mir den Stecker gezogen. Die haben euch erst rausgenommen, richtig? Ja, 2 Minuten Rückstand wird alles rausgenommen, weil die kommen sich da oben irgendwann entgegen, wenn die alle zu viel Rückstand haben. Mhm. Und das ist dann Thermik, das kannst du dir vorstellen. Ja, also eine ganz andere Renndynamik als sowieso, ja, ja. Vor allem mit der Hitze, dann ist es ein 200-Mann-Feld, da sind Profis dabei, Amateure dabei, KT-Fahrer. Und dann kommen die sich auf der Strecke noch entgegen, da ist das nichts mit Organisation so. Das ist schon kriminell. Und dein Fazit nach der ersten Profi-DM für dich? Ja, na, ich hätte es mir anders vorgestellt. Ich glaube, letztes Jahr wäre ein besserer Einstand gewesen, aber die Erfahrung muss man auch mal machen. Ja, die haben es extra angeschrieben hier, es ist kein Picknick. Naja, kein Zuckerschlecken ist das hier. Aber ich glaube, wir sollten uns langsam mal hier wegmachen, nicht, dass die Profis uns dann hier wieder umfahren. Thank you.
Nach anfänglichem Chaos und richtiger Rasiererei und sehr dezimiertes Feld. Also wir haben jetzt vielleicht noch 25 Mann vor uns, aber auch schon zerstreut als Hauptfeld. Vorne eine Spitzengruppe von vielleicht jetzt 5 bis 9 Fahrern. Das ist nicht ganz deutlich geworden. Und wir haben selber noch 3 Leute dabei. Ist erstmal gut. Immo ist ganz vorne. Also ja, Rennverlauf. Für mich ist es jede Runde beeindruckend, wie die Jungs hier fahren bei 37 Grad. Und ich hoffe, dass die jetzt hier noch im Rennen sind, einfach nur heil ankommen. Und was das dann für uns heißt, werden wir mal sehen. Das ist genau immer sein Kurs, es ist auch seine Temperatur. Mal gucken, ich hoffe, er pflegt sich und guckt, dass er da alles an Flüssigkeit reinkriegt. Und dann gucken wir mal. Gut, und hier brauchst du halt Eier, ne? Musst du halt laufen lassen. Er ist ja hier durch die Büsche ein bisschen ins Nichts, ne? Ja. I'm not where I'm supposed to be. I'm going in circles, going in circles. I should get away from here. John, ich bin leer. Dreh um. Sinnlos. Trying to play my symphony. But there's so much noise around. So much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind. Need to clear my mind. I wanna be empty. Be empty. Be empty. A sparkle lights of fire. I'm high. I'm a butterfly. A blooming flower. But I am thirsty. A drop of water and another drop of water. Sunlight. I'll soon be. Ich habe heute die Ehre, heute mal mitzufahren im Teamfahrzeug von uns und bei der deutschen Meisterschaft. Es ist Hitzeschlacht heute hier. Es ist im Auto schon warm. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es draußen ist. Und man sieht jetzt, wie die alle so wegfliegen, einer nach dem anderen hier. Ja, es ist immer wieder schön, wenn man mal hier hinsitzen darf und dass man hautnah mitkriegt. Bei denen, der es nicht gewohnt ist, ist es schon ein bisschen Harakiri, wie die alle fahren hier. Und also die Fahrzeuge, wo die Jungs, die hier draußen kämpfen, ist schon irre. Ja, mein Name ist Doc Sittner, ich bin der Sponsor des Teams. Und ich liebe Radsport. Und Radsport hat mir in meinem Leben viel gegeben. Und man sollte dann wieder was zurückgeben, wenn man das kann. Hättest du gedacht, dass das tatsächlich mal klappt, dass die Truppe zur Deutschlandtour sich qualifiziert? Naja, wir haben die Woche schon drüber geredet. Das ist einfach Wahnsinn. Und vor allem in dieser kurzen Zeit. Ne? Also sind ja jetzt gerade mal 4 Jahre. Und ja, ich bin sehr stolz, dass ich da mit dabei sein kann und wie die das machen und wie Lars das vor allen Dingen gemacht hat hier, wie der in den Arsch getreten hat. Dass die so tough sind und das ist eine gute Sache. Nach den ganzen Sachen, die dich ja schon passiert sind. Ist das für das Team eine große Geschichte. Uwe Käsi, der im Krankenhaus liegt und ja. Da fehlen mir deine Bilder, die Worte. Better place for me. Trying to play my symphony. But there's so much noise around. So much noise around. Constantly fighting for space. I need to clear my mind. Need to clear my mind.
Ich denke, Tobias hatte jetzt mit einmal so diesen berühmten Mann mit dem Hammer in sich gespürt. Das kann sich wirklich nur um Krämpfe gehandelt haben und dann ist auch mal von heute auf morgen einfach Schluss. Und so wie er jetzt da saß, war er jetzt erstmal im ersten Moment natürlich enttäuscht, weil Krämpfe ist jetzt nicht das, wo man sagen kann, oder was aussagt, was man drauf hat. Ne? Wenn die Krämpfe nicht da sind, fährst du einfach weiter. Und wenn Krämpfe da sind, schwierig. Ich denke, es geht in die Richtung. Aber so ist das. Es haben jetzt, glaube ich, weiß nicht, wie viele Teams noch mehr als ein Mann hier vor uns haben. Jetzt kommt hier Jakob Gessner, Radnet. Ich glaube, das war der letzte Mohikaner. Also, ey, ich habe sowas noch nicht erlebt. Guck mal hier auf die Uhr, 37 Grad. So, und das Schlimme ist, wir sind ja nicht kurz vor Ziel, wir haben gerade mal 117. Jetzt müssen wir mal sehen, wie lange das reicht. Also ich bin schon, wir wussten, dass das Rennen in die Richtung geht. Nolde war jetzt lange dabei. Also natürlich für ihn erstmal enttäuschend, für mich eigentlich eher überraschend, dass er hier mit den dicken Jungs so lange mitfahren kann. Und ja, jetzt haben wir Immo noch dabei. Immo ist auch einer derjenigen, der bei 25 Grad, alle fahren kurz und er hat noch immer die Ärmlinge und Beinlinge an und noch eine Mütze unterm Helm und sagt so, na, ist schon leicht frisch. Also ich denke, heute blüht er richtig auf, hat er mal seinen Tag erwischt jetzt. Oder? Wäre ihm ja zu wünschen. Absolut. Also egal, was passiert bis hierher, ist das für ihn prima. Also, ja, der will sich jetzt, glaube ich, noch mal vor dem Berg ein bisschen retten, dass er da noch mal mit drüber kommt. Und ja, für Immo ist das schön, mich freut das. Sie hat jetzt einen langen Leidensweg hinter sich und viel krank ist er gewesen, immer wieder erkältet. Und jetzt ist einfach schön, dass er hier noch da vorne dabei ist. Und dann schauen wir mal, was da jetzt noch so passiert. Ich freue mich erstmal für ihn, dass er wieder dabei ist. Ich krämpfe. Was ist los, Immo? Trink mal aus. Trink mal aus, die Flasche. Ich kann mich nicht bewegen. Hilf den mal. Was ist denn der euch? Gut. Setz dich hin. Nee. Trink mal eine Flasche aus, Immo. Gut. Immo, bleib ruhig, bleib ruhig. Wo soll das herkommen? Jetzt bleib mal ruhig. Das war's, Immo. Brauchst nicht mehr losfahren. Versuch dich mal ein bisschen zu beruhigen. Trink was. Vielleicht mal hinsetzen. Wertung irgendwie noch übers Ziel rollen oder so. Nee, die nehmen dich doch dann so aus. Ja, ja, aber da ist er in der Wertung. Damit nicht noch irgendwo ja, vorrutscht. Komm, es geht noch. Ich roll noch wenigstens drüber. Ich roll noch drüber. Die fallen jetzt alle da vorne nach und nach auseinander. Versuch einfach in Bewegung zu bleiben. Und immer trinken, immer trinken.
Noch nimmt ihn keiner raus, er ist auch durchs Ziel gefahren. Weiterfahren oder nicht weiterfahren? Oh, ist gut jetzt. Okay. Wir haben gesagt, 2 Minuten, da sind wir längst durch. Macht keinen Sinn. Ja, es war nur, wenn... Ja. Weißt du, die haben dich nicht mal mitbekommen. Ja, deswegen. Das war's. Das war's. Wie wir es schon leicht angedeutet hatten, Patti, ne? Das passiert dann. Das ist aber für mich rein körperlicher Natur. Alles andere ist so ein bisschen ein kleines Wunder, was einfach nicht funktioniert. Die Leute, die hier vorne fahren, haben jetzt Tourform. Die stecken auch das Wetter weg. Das interessiert die gar nicht. Und du siehst doch, dass die jetzt, wie sie uns entgegenkamen, so ein bisschen spielen. Ne? Aber für uns und dann für Imo, der jetzt praktisch gerade aus dem Krankenbett gestiegen ist und hier sein erstes Rennen bestreitet, nicht zu machen. Aber schön gekämpft, gut gekämpft, bisschen schade für ihn. Er macht sich dann noch wahrscheinlich gleich wieder Vorwürfe, aber den Zahn müssen wir ihm jetzt versuchen zu ziehen, dass er da sich keine Vorwürfe macht. Und ja, war wieder mal ein beeindruckendes Rennen. Wir waren, glaube ich, der letzte KT-Fahrer. Nee, ich glaube, ich weiß nicht, ob Rutsch ist noch dabei, ne? Rutsch ist noch dabei. Zimmermann, genau. Aber Rutsch ist schon, Rutsch hat schon unterschrieben. Ja, Rutsch hat schon unterschrieben. Und müssen wir jetzt hinnehmen. Müssen wir ein bisschen Balsam für die Seele jetzt fabrizieren bei Imo. Morgen fahren wir nach Polen zur Rundfahrt und ja, müssen wir ihn jetzt ein bisschen aufbauen. Aber das kriegen wir hin. Ain't nobody here to tell me how am I to climb this mountain.